Klavierbau. Wie bin ich darauf gekommen? Bei mir war es so, dass Handwerk schon immer klar war, also schon in der Schule. Irgendwann ist ein Freund zu mir gekommen und hat gefragt, was machst du denn am liebsten? Und dann habe ich gesagt, Musik oder Klavierspielen und Handwerk. Und dann meinte er, ja, dann werd doch Klavierbauerin. Und ja, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen in dem Moment. Ich bin in der Abteilung FS, Fertigung Stimmen. Da habe ich erst gestimmt und jetzt bin ich beim Voranturnieren. Die Person, die am Flügel sitzt, gibt einen Impuls in die Taste und der wird ja dann durch die Mechanik weitergeleitet und über den Hammer dann in die Saite gegeben. Und beim Vorintonieren verändere ich die physikalischen Eigenschaften von dem Hammerkopf. Was bedeutet, dass ich Zeit- und Energieeintrag regulieren kann. Und das mache ich, indem ich in die Hammerköpfe reinsteche an verschiedenen Punkten und sie abziehe, dann am Ende in eine bestimmte Form bringen. Das Ziel ist es, dass der Flügel ein weites Klangspektrum abbilden kann, dass der Pianist sich damit ausdrücken kann. Einerseits ist es der hohe Qualitätsanspruch. Das interessiert mich als Perfektionistin sowieso. Und als ich hier angekommen bin, haben mich die Arbeit an sich, aber auch die Menschen hier gehalten. Also ich habe wirklich großartige Kolleginnen und Chefinnen und wir haben alle diesen Qualitätsanspruch. Und ja, das summiert sich so, wenn man mit so gleichen Menschen zusammenkommt und dann entsteht da so eine riesige Kraft. Zusammen dieses Instrument bestmöglich machen. Was man auf jeden Fall trainiert, jeden Tag, durch die gleiche Arbeit, die ich immer habe, ist ein Fokus zu bekommen und eine Konzentration. Also sobald ich einmal ein bisschen rauskomme, merkt man das und hört man das. Und die ganze Zeit bei der Arbeit zu bleiben und immer wieder sich einzuchecken, was fühle ich, was denke ich, was ist meine Intention, um den Flügel toll zu machen. Aber auch, wie stehe ich? Also Haltung außen und innen ist super wichtig. Und ich bin eigentlich immer wieder nur am Einchecken. Aha, okay, muss ich ein bisschen so, muss ich ein bisschen so oder ein bisschen so oder so. Und sofort habe ich eine Veränderung. Und das ist so ein bisschen Achtsamkeitstraining den ganzen Tag auf der Arbeit. Ja, und es ist auch irgendwie übertragbar auf mein privates Leben. Also das sind irgendwie Eigenschaften, die schaden nie.